Frühling wird es jetzt auch hier in Innsbruck. Die Lebenskräfte sprießen und ich kann es auch genießen, weil ich gesund bin. Ich brauche Holz. Entschuldigung, Sie, haben Sie Holz für mich? Holz? Holz. Zündholze oder was? Nein, Holz zum Draufklopfen. Nein, das habe ich nicht. Verzeihung, haben Sie ein Stück Holz für mich? Okay. A piece of wood. Okay. Yes. Okay. Zum Klopfen. Ah. Okay. Ah. Verzeihung, haben Sie ein Stück Holz für mich? Nein. Nix, okay. Entschuldigen Sie, haben Sie Holz für mich? Ich brauche ein Stück Holz. Have you a piece of wood? A piece of wood. You have a piece of wood to knock on it. Okay. Ich bin gesund. Und so soll es bleiben. Kennst du das? Du sprichst von deiner Gesundheit und klopfst dreimal aufs Holz. Das macht man ebenso. Ich denke mir, Leute möchten mit diesen dreimal Klopfen die Aussage fixieren, so nach dem Motto, ich bin gesund und das soll festgenagelt sein und das soll sich nicht ändern. Für mich ist das Aberglaube, das grenzt für mich an magisches Denken. Ich handle dann magisch, wenn ich versuche, durch geheimnisvolle Handlungen oder durch eine Wortformel übernatürliche Kräfte zu wecken. Wenn zu mir jemand sagt, du darfst mir nicht zum Geburtstag wünschen, ich habe doch erst in 3 Tagen Geburtstag, das bringt Unglück, wenn du mir vorher wünschst. Dann denke ich mir auch, was soll das Zeug? Ein jeder Wunsch ist doch gut, egal zu welchem Zeitpunkt er gesprochen ist. Warum soll er zu einem bestimmten Zeitpunkt Unglück bringen? Das ist für mich Aberglaube. Oder was würdest du sagen, wenn du in einem Hotel das Zimmer mit der Nummer 13 bekommst? Viele hätten davor Angst. Das grenzt für mich an magisches Denken. Ich lehne das ab. Wenn ich gesund bleiben will, dann versuche ich mich richtig zu ernähren oder Sport zu betreiben. Auf magische Handlungen oder Aberglauben verzichte ich gerne. Viel lieber bitte ich Gott um seinen Segen, denn er hilft mir, dass es in meinem Leben gut läuft.